Thomas Hässler nicht von allen so freundlich empfangen wie von seinem Kollegen Dede. Vor allem die BVB-Fans hatten es auf ihn abgesehen, pfiffen ihn bei jedem Ballkontakt gnadenlos aus. Sonst passierte eigentlich nicht viel. Der Zyniker würde sagen, ein Spiel für die Taktikfreunde unter ihnen, meine Damen und Herren. Manch anderer würde meinen, und sie spielten noch einen Winter. Dann allerdings kam es doch noch zu einem Highlight. Ein Fallschirmspringer im Fußballstadion. Okay, das hatte es, Möllemann lässt grüßen, natürlich schon gegeben, aber einfach so und ungeplant. Also, das sieht man nicht alle Tage. Respekt. Und auch der zweite Durchgang begann mit einem Kuriosum. Jetzt also Dortmund mit drei Spitzen. Um Ekpeber kümmerte sich Stranzl. Der ging weg von Ricken. Bei Ricken stand jetzt Prosenik. Und dann diese Quirke von Lehmann. Max ist zur Stelle, 63. Minute, das 0:1. Wie aus heiterem Himmel die Rückgabe von Kohler. Und dann diese Quirke von Jens Lehmann. Ja, der hat ein Problem mit den Dortmunder Fans. Vielleicht haben die jetzt eins mit ihm. Es muss heute krachen gegen die Löwen, hatte Bernd Kraus gefordert. Und Lehmann hat ihn wörtlich genommen. 0:1. Immerhin die Reaktion der voll besetzten Südtribüne noch positiv. Hier die Rückgabe von Kohler. Und jetzt. Oh, Jens Lehmann. Ja, liebe Zuschauer, es ist mir ein bisschen zu blöd, über die Unebenheiten des Dortmunder Rasens zu philosophieren. Das gilt ja für beide Mannschaften. Aber hier ist der Lehmann vielleicht doch ein bisschen entschuldigt. Und ein ehemaliger Schalker, Martin Max, trifft gegen einen ehemaligen Schalker Lehmann. Und das in Dortmund. 9. Saisontor für Martin Max, der hier belohnt wird für sein energisches Nachsetzen. Doch wieder brachten die Löwen den Vorsprung nicht über die Zeit. 8 Minuten vor dem Ende erzielte Dortmund das 1:1 durch Freddy Bobic. Endstand, die Münchner zufrieden, doch für Thomas Hässler war es eine gefühlsmäßige Achterbahnfahrt gewesen. Natürlich kann man mit Emotionen her, was alles im vergangenen Jahr hier passiert ist, das ist natürlich mehr oder weniger schon verarbeitet, verdaut. Aber wenn man dann hier im Stadion steht, dann blickt man doch zurück, was alles so passiert ist in dem Jahr. Klar. Und sicherlich war es nicht einfach heute. Das sind ehrliche Worte, so kennen wir sie. Sind ja ein sensibler Mensch im positiven Sinne. Sind trotzdem ausgepfiffen worden. Hat sie das getroffen oder ist das eigentlich normal von den BVB-Fans, dass sie da doch Solidarität zeigen? Ja, ich glaube, das ist normal, weil wenn man das hört oder liest oder auch im Fernsehen verfolgt hatte, was in den letzten Heimspielen hier bei Borussia passiert war, das hat sich schon angedeutet im letzten Jahr, wo ich da war, wo sie mit den Leistungen des Öfteren nicht zufrieden waren, dass es so gravierend wurde, dass damit konnte keiner rechnen. Und klar, wenn man sich mal untereinander ausspricht, wenn die Fans oder die Spieler besser gesagt zu den Fans mal gehen, sich darüber unterhalten, was sie eigentlich verlangen von den Spielern und sich darüber ausdiskutiert hat, dann hat man heute gesehen gehabt, da haben sie hier den 12. Mann und dann ist es nicht einfach hier zu spielen. Die lieben sie noch hier? Ja, das weiß ich nicht. So.